Hallo, ich bin Anna, ich bin die Galeristin der Galerie Anna 25 und neben mir sitzt Peter Lang, der ist zu seiner Einzelschau Peter Lang, ein Wald für Island. Fangen wir gleich mal an, wieso ein Wald für Island? Ja, ich war jetzt lange in Island, 7 Monate über den Winter und da gibt es eigentlich keinen Wald, oder die Isländer sagen, wir haben schon viel Wald. Aber da ich ja im größten Wald Europas lebe, da im Bayerischen Wald, Böhmerwald, hatte dann auch dann mal Sehnsucht nach dem Wald. Und so kam die Idee, ich male jetzt mal einen Wald für Island und bin dann in den Wald gegangen und beschäftige mich halt jetzt ein bisschen mit Wald. Ah, okay. Du hast gemeint Island, du warst in Island. Wieso bist du denn nach Island gegangen? Was hat dich nach Island verschlagen? Ja, Island ist natürlich eine lange Geschichte. In Island war ich das erste Mal mit 19 Jahren oder 18 Jahren, da war ich nur Schüler und da war das noch ein richtiges Abenteuer. Und da war ich mal 2 Monate in Island. Und da sind wir da um die ganze Insel gewandert, also so über 2 Monate. Und am Schluss, Island ist ja sehr spektakulär. Und irgendwann am Schluss, wenn man einmal rum war, sind wir auf den Snæfellsjökull gegangen. Das ist der Gletscher da vom Jules Verne. Und das war im September. Und da habe ich dann eigentlich beschlossen, Maler zu werden. Ah, okay. Oben auf dem Berg, das war so goldenes Licht. Und da es im September war, war der Gletscher schon ganz runzlig. So ein alter Elefant. Aber ein wunderbares goldenes Licht. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt wirst du Maler. Das war so die Quintessenz. Island war... Ja, ist ja mal so eine Entscheidung. Damals hatte ich noch Abitur oder so. Habe natürlich schon vorher gemalt, aber dann habe ich gedacht, na, das packst du jetzt. Ach toll. Und dann bist du dann auch nach München gegangen zum Studieren? Vielleicht. Ja, dann musste ich erst mal die Schule fertig machen und dann habe ich eben Malerei studiert und habe dann mir vorgenommen, immer als freischaffender Künstler zu malen, keine Jobs. Und dann hat das halt, dann erfüllt man sich halt so nacheinander so Wünsche und dann hat es noch fast 25 Jahre gedauert, bis ich dieses Reisen wieder machen konnte. Okay. Also ich bin vorher schon gereist, natürlich reist man immer mit Skizzenblock oder mit dem kleinen Gepäck. Mhm. Aber seitdem ich in dieser Technik mit dieser Schlagschnur male, bin ich ja auf die Häuser angewiesen. Und dann war ich mal in Trondheim in so einem Künstlerhaus und das ging schon. Aber so richtig gut war es erst, wie ich dann die Idee von diesem mobilen Atelier hatte. Okay. Also mit dem Container. Und da bin ich da erst nach Patagonien gereist. Und dann schickte ich so diesen Katalog von Patagonien an isländischen Typen und der rief dann an, here is Armin from Iceland, if you want to paint your Marta pieces, you have to come here. Und dann habe ich gesagt, okay, komm mit dem Container nach Island und habe ihm gesagt, ja, was schlägt er denn vor? Und dann habe ich ihm gemeint, ja, Snæfellsnes, Snæfellsjökull, das wäre ein guter Ort vom Licht her. Sag ich, kenne ich, mach mal. Und so bin ich, sag ich mal, in der näheren Vergangenheit erstmal
nach Snæfellsnes. Mhm. Das war vor 6 Jahren mit meinem Container. Und den hatte ich dort fast 2 Jahre stehen oder 1,5 Jahre oder ein bisschen länger. Genau, und dann kam ich da zurück, das war natürlich sensationell. Armin hatte recht, also es hat sich ziemlich viel getan dort in der Malerei. Und bis dann die Frage auftauchte, ja, hast du noch Polarlichtbilder? Das war quasi von der Münchner Galeristin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na, die sind alle schon weg. Und dann habe ich gesagt, aber könnt ihr wieder welche malen? Und habe dann meinen Freund Christian Jonasson, den Bürgermeister, angerufen, habe ihm von dem Polarlichtprojekt erzählt. Und da wusste ich, da gab es ein altes Rescue-Haus, also so ein Rettungshaus, wie so ein Feuerwehrhaus bei uns, das nicht mehr benutzt wurde. Und dann hat er gleich gesagt, ja, kein Problem, wie die Isländer halt sind, ja, gute Idee. Und so bin ich dann für die letzte Reise eben dahin hingekommen. Du hast vorhin deine Technik erwähnt. Magst du vielleicht ein bisschen deine Technik für die Leinwände bzw. für die 3 Arbeiten, die hier in der Galerie hängen, erklären? Also einmal zu den Leinwänden und zu den Schwarz-Weiß-Tusche und zu den Farben-Tusche-Arbeiten, dass die Zuschauer sozusagen eine Vorstellung haben, was du wie machst. So kurz und knapp. Kurz und knapp? Ja. Also kurz und knapp ist schwierig. Kannst auch gerne lang machen. Also ganz kurz. Also ich bin ein sehr handwerklicher Maler. Das heißt, ich stelle mir die Farben her. Male im Prinzip sehr traditionell. Leinwand, Untermalung, Übermalung. Und in dem Sinn mache ich das eben sehr klassisch. Leinwand, Eitempera und die letzte Schicht Öl, alte Regel vom Mageren ins Fette, im Prinzip auch vom Groben ins Feine. Das ist zu meiner Malerei zu sagen. Die Besonderheit, also Farbe besteht ja eigentlich immer aus Pigment und Bindemittel, also Eitempera ist das Bindemittel Eitempera. Öl ist die Sache, die Farbkörper aufklebt, Öl. Ich mache da eigentlich nichts Besonderes, außer die Vermischung. Ich trage quasi in ein feuchtes Bild trockene Pigmente auf. Also in der Ölfarbe, die Untermalung passiert ganz klassisch mit Pinsel. Und in der dann Übermalung schlage ich quasi in ein feuchtes Ölbild trockene Pigmente ein, und das mache ich mit einem ganz üblichen Handwerksmittel, der Schlagschnur. Den verwenden Maurer und Zimmerer, um so Meterrisse oder Markierungen, gerade Markierungen über lange Distanzen zu machen. Und ich benutze die Schlagschnur dann als Pinsel. Okay. Der einzige Unterschied ist eigentlich nur, dass diese Verknüpfung zwischen Bindemittel und Pigment eben auf der Leinwand passiert. Das hat ein paar Vorteile. Also ich versuche wegen der Leuchtkraft der Farben möglichst dünn zu malen. Und diese Technik ermöglicht mir, einen sehr, sehr dünnen, farbigen Auftrag zu schaffen und dadurch die Leuchtkraft der Pigmente oder der Untermalungen zu erhalten. Okay. Sieht man auch, die Leuchtkraft. Ja. Also typisch ist für mich der horizontale Strich. Mhm. Das ist einerseits ein Konzept,
und ein Gestaltungsmittel. Ja, und ja, ich finde das eigentlich immer noch interessant für mich, weil es ja doch eine Reduzierung ist, aber in dieser Reduzierung habe ich eine große Möglichkeit, in Nuancen zu gehen. Das stimmt. Okay, und zu den Tuschearbeiten in Schwarz-Weiß? Okay. Also zu den Tuschearbeiten, also versuche immer auf einer Reise ein neues Element reinzubringen. Zu den schwarzen Tuschezeichnungen ist eigentlich zu sagen, dass, also in Island ist ja die Landschaft oder die Sache sehr expressive, sehr schnelle, sehr kraftvolle Angelegenheit der Naturwahrnehmung. Hingegen aber die jetzt mal malweise ist eigentlich eher ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Dann habe ich versucht, erst einmal an diesen schwarzen Arbeiten ein wenig auszutoben und das Gemüt ein wenig zu kühlen. Die schwarzen Arbeiten sind ein bisschen eine Reminiszenz zu meiner früheren Tätigkeit als Druckgrafiker. Und eigentlich ein Island-Zufall. Also es gibt ja dieses Falzbein. Es war ein Walfischbein. Okay. Also dass man eine Buchbinderei eben so hernimmt, das ist so ein zugeschliffener Knochen im Grunde. Da macht man Felze. Okay. Wenn man jetzt ein Papier rillen will, legt man ein Lineal hin, zieht das Falzbein drüber, hat die Rille und kann das Papier dann falten. Und wie ich dann das erste Mal da, oder nicht das erste Mal, aber das vorletzte Mal dann in Island war, war da tatsächlich ein riesiger gestrandeter Pottwal. Ja, und der Christin, der Bürgermeister, hat gesagt, war ziemlich sauer, weil sie ihm gleich die Zähne geklaut haben. Dann habe ich mir halt aus diesem, der ist schon so zerborsten, weil die blähen ja so auf. Und dann habe ich mir ein Stück Rippe rausgesägt und habe das zugeschliffen und das war dann mein echtes Fischbein oder Falschbein. Heißt eigentlich Fischbein, was eigentlich nicht stimmt, das ist eigentlich von einem Walknochen. Ja. Hat man ja früher für Korsetts hergenommen, also okay. So. Ja. Und dann habe ich da eben angefangen, die Papiere zu prägen als Zeichnung, weil in Island ist es ja oft regnerisch und windig. Da ist eigentlich nicht so toll draußen mit so verschiedenen Sachen. Ja. Ein Malbrett mitgenommen und habe das weiße Papier einfach nur geprägt, von hinten und von vorne. Okay. Und habe es dann im Atelier quasi überfrottiert mit Tusche und habe es dann quasi in Ruhe mit Abstand dann weiter bearbeitet. Oh. Okay. Also wenn man die Arbeiten dann ansieht, dann sieht man eben Linien, die nach vorne gehen, das wären dann die schwarzen, und Linien, die nach hinten gehen, das sind dann die weißen. Und wenn man dann mit dem Pinsel drüber geht, also es ist im Grunde wie wenn man so ein Geldstück abruppelt, ja, das kennt ja jeder. Im Prinzip ist das Prinzip. Ja. Und da habe ich eine große Zeichenserie gemacht. Für den Wald in Island jetzt habe ich es im Prinzip selber gemacht und habe aber eigentlich jetzt dann farbige Tuschen verwandt und nicht nur schwarze Tuschen. Okay, cool. Danke. Magst du vielleicht etwas zu deinen Inspirationen generell sagen? Also, du meine Inspirationen? Genau, generell, was hast du? Also, Inspirationen sind für mich wichtig und unwichtig.
Okay. Inspirationen sind für mich oft mal ein Ausgangspunkt, ein Wunsch, hat aber im Grunde mit der Malerei nichts zu tun. Okay. Weil das ist der Ausgangspunkt. Vielleicht machen wir es mit den Wolken. Jeder kennt, man schaut in den Himmel und sieht eine Wolke. Und irgendwann denkt man sich, oh, das sieht jetzt aus wie ein Elefant oder wie ein Kochlöffel oder wie ein Rennauto oder wie eine Fee oder solche Sachen. Es ist eine Wolke, aber dann ist eine Idee da. Mhm. Und das ist eigentlich ein Ausgangspunkt für meine Malerei. Also ich warte quasi als Ausgangspunkte und Ideen, aber auf dem Bild entwickle ich dann ein Bild. Weil ich will ja nicht das Abbild der Natur malen, sondern ich will es als Brücke verstehen. Mhm. Weil sonst kann ja der Betrachter nichts sehen, wenn ich jetzt die Idee eigentlich festzimmere und sagt, okay, da ist ein Elefant und das ist ein Elefant. Das finde ich uninteressant. Ja. Also ich möchte eigentlich eine malerische Situation haben, die mich selber erstmal inspiriert hat, die sich dann weiterentwickelt, die gestaltet wird und die dann auch wieder losgelassen wird, um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, das Phänomen wieder zu praktizieren. Mhm. Ja? Weil wenn ich jetzt die Landschaft beschreiben müsste, könnte man es jetzt einfach fotografieren zum Beispiel. Was halt entscheidend ist bei meiner Malerei, oder für mich in der Malerei, ist, dass das Bild bis zum Schluss offen ist, also gestaltungsfähig. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht an eine Idee verhungern. Ja. Und sagen, okay, das ist ein Wald, das sind 1000 Bäume, einen Baum habe ich gemacht, habe ich nur 990. Ja. Das wäre mir zu langweilig. Ich möchte den Gestaltungsprozess eigentlich bis zum letzten Schnipp erhalten haben, um zu verändern, um zu gestalten, ja. Ja. Wie die meisten meiner Künstler, gezielter Zufall. gezielter Zufall, die Frage kriege ich oft gestellt, ja, ist das zufällig? Nein, das ist nicht zufällig, aber es liegt in der Natur der Sache. Ja. Weil Kunst ist eine Form von persönlicher Ordnung. Mhm. Und das kann kein Zufall sein. Und von der Wahrnehmung ist es ja auch so, man sieht ja nur das, was man weiß. Mhm. Das andere nimmt man gar nicht wahr. Ja. Also kann das auch kein Zufall sein. Weil ich muss mir ja bei jedem Dings entscheiden, was mache ich jetzt. Mache ich jetzt den Strich dick, dünn, klein, kurz, so farbig, ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, ein bisschen strenger. Es sind Entscheidungen und die sind keine Zufälle. Mhm. Weil sonst könnte ich zufällig große Fläche gestalten und dann mit dem Rahmen drüber gehen und sagen, ja, das schneide ich mir jetzt aus. Das ist interessant. Das wäre für mich Arbeiten mit dem Zufall. Aber das setzt auch wieder bewusstes Sehen voraus. Was nehme ich jetzt? Ja, Zufall ist schwierig, das stimmt. Also ich würde eher das so sagen, je älter und erfahrener man wird, desto weniger schränkt man sich ein. Okay. Und du schränkst dich somit jetzt weniger ein? Ja, das ist ja meine Aufgabe. Also, die Arbeit so offen zu halten, dass ich immer entscheiden kann. Mhm. Also es kennt ja jeder, wenn einer mal versucht, ein Porträt zu zeichnen und fängt falsch an. Also sagen wir mal, der Anfänger fängt beim Nasenloch an oder vielleicht beim Auge und muss dann das ganze Porträt um das Auge bauen. Ja. Und kriegt dann
Teufelsschwierigkeiten, dass dann die Nase zu kurz ist oder der Hals zu lang oder irgendwie. Das ist bei einer, also in einer künstlerischen Vorgehensweise ist es wichtig, bestimmte Sachen einfach leben zu lassen. Und dass man veränderbar wird. Dass das so ungefähr wie beim Kochen. Also wenn du jetzt sagst, okay, du fängst jetzt an, die Zutat, die Zutat, die Zutat, schüttest du zu allen zusammen, das wird nichts. Und man tut da ein bisschen was dazu und da ein bisschen dazu. Und das Timing und die Mischung, das macht dann das gute Gericht zum Schluss. Also, auch beim Kochen weiß man, manchmal schmeckt schon ganz gut, dann tut man weiter, dann schmeckt es auf einmal nicht mehr. Dann haben wir einen Fehler gemacht. Also zum Beispiel eigentlich, also ein gutes Gericht muss der Weg stimmen. Ja. Sogar vom Herd bis auf den Teller, bis auf den Tisch. Also das muss passen, dann wird es ein gutes Gericht. Der Weg ist das Ziel. Ja, und am Anfang ja nicht das ganze Pulver verschießen. Ja. Das stimmt. Ja, und die ganze Energie oder wie auch immer. Ja. Also Malen hat ziemlich viel mit Timing zu tun. Mhm. Ja, das ist halt, sagen wir mal so, es geht um Wünsche, es geht um Timing, es geht um Herausforderungen. Also es ist natürlich auch Blödsinn, sich zu überfordern. Mhm. Es geht es auch Blödsinn, sich zu unterfordern. Also das hat schon ziemlich was mit dem Leben zu tun. Ja. Magst du uns eine Anekdote aus Island erzählen? Mhm. Wie eine Anekdote aus Island? Da gibt es viele. Ach, aber dann erzähle ich über die Titel. Weil die Titel, die sind ja alle in Isländisch. Ja. Und du hast ja schon gemerkt, es ist Hölle, die zu schreiben. Und also das ist es so, da gibt es in meinem Container kam dann einer vorbei. Und das war der Fusi, Sigfus Almason. Wir sind sehr befreundet jetzt. Und dann hatte ich so den ersten Titel gemacht. Und dann sagte er zum Fusi, was würden das in Isländisch heißen? Ah, dann hat der Fusi gesagt, ja, das ist schwierig, das könnte jetzt so und so, so und so und so. Ja, das könnte man jetzt so sagen, aber man könnte es in alten Worten sagen. Man könnte es jetzt in Worten sagen, die selten benutzt werden. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, nein, das ist es eigentlich. Ich setze dem Fusi ein Bildchen und der Fusi macht einen Titel. Und den Titel verstehe ich nicht. Und dann gibt es wieder so ein Ding weiter, ja. Und ein Bild, der Titel zu geben, ist eigentlich immer ziemlich schwierig, weil damit beschreibt man ja schon wieder oder wertet es. Also wenn ich einen Sonnenaufgang mache, ist es doch ganz anders wie Sauwetter. Oder so. Und so hat sich das in Island quasi eingebürgert, dass alle Titel der Fusi macht. Und erstens hat man dann was zum drüber reden und für mich ist es korrektiv, eigentlich zu erahnen, ob der das jetzt auch so ein bisschen sieht, was ich so gemeint habe. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ach toll. Und alle wollen hier immer übersetzen und es ist immer ein Problem dann. Und jetzt haben wir eine Lösung. Also wer ein Bild kauft, der kriegt am Fusi seine Telefonnummer und der erklärt ihm dann den Titel. Ah, das ist eine tolle Lösung. Das ist das Gimmick. Plus Telefonnummer vom Fusi, sehr cool. Cool. Dann muss ich erstmal ein Bild kaufen, bevor ich dann erfahre. Okay. Ja, also weil die Isländer, die sprechen in Bildern. Ah, okay. Und so ist es eigentlich ziemlich, das isländische Wörterbuch ist so dick. Wow. Und die haben natürlich für alles ein isländisches Wort
und für alles 10 Wörter und mindestens 100 Umschreibungen. Ich habe schon also, gesehen, dass es nicht so eine schwere Sprache ist. Ja, es ist keine Sprache, das ist ein Bildergesang. Ah, okay. Bildergesang. Ja. Also, darum sind die Isländer freuen sich schon, wenn man ein paar Worte in Isländisch spricht, aber sie haben keinen Spaß damit, weil die das alles so Wortkünstler sind. Oh. Und ich habe das auch gemerkt, wenn man da in Island so also ein bisschen ausstellt oder so, wie viele Metaphern das sind und was die da für einen Spaß dabei haben. Das kann man gar nicht nachvollziehen. Ja, man sagt schon, Deutsch ist so eine schöne Sprache mit so vielen Wörtern, aber da kommt wohl Isländisch, kommt nicht das Isländische. Ich glaube, dass der Deutsche viel mehr beschreiben will. Also in den isländischen Wörtern ist oft das zum Beispiel, was die Sonne, der Wind mit einem macht, entscheidender. Das ist Bild, oder zum Beispiel gibt es ein Bild Kopperlock. Das kann ich übersetzen, das, ich kann es nicht, ich kann es nur umschreiben. Kopperlock ist ein Bildtitel und im Grunde ist es dann, also das Meer ist so still, dass man in einem Kochtopf zur See fahren kann. Also wie soll man das jetzt in einem Wort sagen, Kopperlock? Ja, ja. Das stimmt. Spannend. Ja, das ist eigentlich schon ganz spannend und das war dann auch oft total interessant und dann lustig zu sehen, wie wichtig ihm das war. Also manchmal hat er 4, 5 Titel und hat sie dann mit Freunden besprochen und hat sie dann gefreut wie ein Schneekönig, wenn die anderen gesagt haben, das ist aber jetzt ziemlich witzig oder da hast du ein neues Wort gemacht draus oder ah, das ist aber elegant und ganz immer ganz entscheidend und selten gebraucht. Also selten gebraucht ist eine Qualität. Und am besten ist es, aber die Jungen würden das nie mehr wieder verstehen. Also das ist, sind so diese Kriterien, wie man Sprache quasi benutzen. Ja, ach, spannend. Jetzt halt eine ganz andere Kultur und Handhabung. Ja, ist eine andere Vorgehensweise. Yeah. Ja. Dann jetzt, apropos der Bilder, hast du hier in der Ausstellung ein Lieblingswerk? Nee. Hast du generell ein Lieblingswerk von deinem? Nein. Na, magst du alle gleich? Hast du alle gleich? Ja, ich meine, das ist ein Weg. Das ist ein Gewinnen und ein Scheitern. Und ich sage mal, die große Fähigkeit eines Künstlers ist die Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit schafft Kreativität und Kreativität schafft neue Bilder. Und wenn ich mit einer Arbeit zufrieden wäre, dann wäre ich ja fertig. Viva. Apropos weitermachen. Also hast du jetzt noch Pläne, woanders hinzufahren in der nächsten Zeit und wohin zu reisen? Also habe ich erstmal nicht, aber es wird wieder kommen. Okay. Also die Sachen, das habe ich mir auch schon, weil das ist ja immer so gefragt. Also wenn man dann ein Reisekünstler ist, dann fragt ja jeder, da ist man kaum da. Also, ja, und wo gehst du jetzt hin? Na, jetzt bin ich doch erstmal wieder da. Ja, und klar musst du das ist ja, eine Reise ist ja nicht der Selbstzweck der Reise, sondern das stellen sie künstlerische Herausforderungen auf, die man dann im Atelier wieder bearbeitet. Also ich würde jetzt nicht die Reisen als Highlight sehen, sondern die Räume dazwischen.
Weil wenn ich jetzt als richtiger sehen soll, da muss ich hin. Dann müsste ich ja eigentlich dann hinziehen. Ja, ja? Das stimmt. Aber ich besuche ja die Sachen immer. Also da, wo ich hin will, ist da dort, wo ich wohne. Ja. Dann lassen wir das als Abschlusswort. Ja. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Informatives mitgenommen. Und kommt uns gerne in der Galerie besuchen. Bis bald. Tschüss. Danke, Peter, dir auch. Oh.